Hi, liebe VfB-Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, heute ein ganz besonderes Format. Kurz für euch, ich bin Danny Gludi, ich bin Content Creator für den VfB eSports, aber ich bin heute nicht allein da. Ich habe mir hier prominente Verstärkung geholt von Atta. Atta ist heute mit dabei und der Lee ist mit dabei. Glaube ich, ein cooles Video. Was machen wir heute? Die zwei Jungs bauen heute ihr Food Dream Team in FIFA 23. Können reinhauen, wenn sie wollen. Das glaube ich, dann spannend zu sehen. Und dann schauen wir auch mal, ob die Jungs sich mit den Positionen einigen können. Also geht auf jeden Fall ein bisschen um FIFA. Bin mal gespannt, wenn die zwei Jungs da wären. Ich moderiere das Ganze ein bisschen für euch. Und dann schauen wir mal, wie das Dream Team dann von Atta und Lee dann am Ende aussieht. Ja. Ready? Yes. Ready? Ready. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, was ihr da braucht. Nicht, dass ich am Ende doch noch mit dem Team dann spielen muss. Wer weiß. Ist halt jetzt die Frage, welche Forma wollt ihr spielen? Habt ihr da so Präferenzen? Also ich würde auf jeden Fall mit 10er spielen. Ah, das war klar. Der 10er muss natürlich rein. Und du? Ich bin auch dabei. 10er ist gut. 10er und? Trotzdem würde ich auch bei 4-3-3 bleiben. Da haben wir jetzt 4-3-3 die vierte. Hier mit einem Zehner, mit einem klassischen Zehner. Sozusagen nehmen wir die, oder? Ja, passt. Also mein Team muss nicht unbedingt mit mir sein, okay. Aber mein Team muss mit Lee sein. Das heißt, okay. Also dann packen wir Lee jetzt erstmal rein. Auf die genau. Zehn. Ja, auf die Zehn. Auf die Zehn. Gibt's mich überhaupt nicht? Ja. Schau mal deine Karte an. Da ist er doch, unser Lee. Da ist er doch. Hier. Ja, was sagst du? So. Also nächstes Jahr mindestens Silber selten. Okay, wenn du es sagst. Mindestens. Muss sein. Vor allem das Passspiel ist ja bodenlos. 58. Also, so pettig bist du doch nicht, oder? Also das ist ja frech. Ja, mal bei EA anrufen, mal durchklingeln. Du hast da gute Kontakte. Ja, ich hab das. Das kann man machen. Aber nach Kanada, so hier im Z-Office, nach Deutschland, ja, nach Kanada, bis man das noch durchstecken. Naja, mach mal ein bisschen Druck. Und dann, Atta, ich glaube, dass du, Bin ich jetzt Central Back? Ich glaube, wir müssen dich in die Liefer packen, weil... Ja, okay, ist auch kein Problem. Ich meine... Da ist er doch. Da bin ich doch. Da bist du doch. Hier, du hast, glaube ich, nur eine ZDM und Innenverteidiger-Karte. Ja, passt. Dann müssen wir, packen wir dich in die Liefer. Ja, gerne, natürlich. Sehr gut. So. Also die zwei sind auf jeden Fall da. Ja. Chemie-technisch, also in FIFA gibt es ja auch so ein Chemiesystem, das halt so Spieler aus der gleichen Liga, Nationen kriegen dann halt so Punkte. Ihr habt jetzt ja hier schon mal jeweils schon mal zwei gleiche Nationen, gleicher Verein, gleiche Liga so. Aber ich würde sagen, baut da ruhig rein, wenn ihr wollt. Die harmonieren dann vielleicht nicht so ganz, aber das ist egal. Okay. Hauptsache die Einzelklasse ist da. Ja, okay. Torwart. Torwart. Wir starten mit dem Torwart. Nee, sag mal was Gutes. Torwart. Von meinen FIFA-Erfahrungen würde ich jetzt sagen, Van der Sar. Boah. Ja? Du bist ein richtiger Schwitzer. Und das ist ein Schwitzer. Der kam unerwartet. Ja, weil guck mal, wenn wir da drauf sind. Van der Sar ist auf jeden Fall der Beste. Ich hatte das Glück, dass ich die Karte hier von ihm gezogen habe. Oh. Ach, spielst du mit Van der Sar? Ja, ja. Dann bist du ja auch ein Schwitzer, oder? Ja. Ja. Nimm mal den Edwin. Edwin ist auf jeden Fall. Ja, Edwin ist gut. Edwin ist schon gut. Ja, den Edwin nehmen wir. Ist schon gut. Den nehmen wir. Ja. Der zweite IV ist ja wichtig für dich. Der ist wichtig, vor allem muss er schnell sein, weil daneben ist eine richtige Schnecke neben ihm. Den wir da mal, auf. Ich bin auch recht Schnecke. Lee, wenn du irgendwie mal. Also, du spielst ja als Zehner auch oft den Innenverteidiger. Ja. Hast du da mal so einen gehabt, deiner Karriere bisher? Wollte ich immer, wo da nichts ging? Guardiola war schon einer der... Guardiola, okay, der ist... Ja, muss man schon sagen. Okay, Josh, ja. Der ist auch schnell tatsächlich. Ja, Guardiola ist Guardiola ist sehr schnell. Das stimmt. FIFA. Guardiola tatsächlich. Guardiola ist schnell. Ansonsten gibt es halt... Da noch verschiedenes. Carlos Alberto. Bobby Moore. Der ist gut, bei dem habe ich mit... Bobby Moore? Ja. Footdraft war der bei mir immer gut. Ja, Footdraft, bitte Lee, ey, ehrlich jetzt, bitte. Bobby Moore. Nee, den nehmen wir nicht. Auf keinen Fall. Okay, Bobby Moore, schade. Nein. Schade, Bobby. Tut mir leid, Bobby. Den nehmen wir nicht.
Also wenn ihr wollt, also Guardiola ist kein, ich kann dir mal die Karte zeigen. Ja, zeig mal die Guardiola-Karte. Ich zeig dir die mal. Der hat auf jeden Fall auch ein paar Special Cards. Und ich glaube auch, der wird in Zukunft auch noch ein bisschen was reißen. Wird. Und du meinst, der steigert noch. So ich denke schon. Kann Potenzial. Und der ist tatsächlich schnell. Dann musst du nicht so viel laufen. Mhm. Aha, schau mal. Da war hier 988 Pace. Ja. Das ist eine sehr, sehr starke Karte sogar. Das wäre jetzt aber aus persönlicher Erfahrung natürlich jemand, wo wir wählen würden. Mhm. Den wir jetzt beide sehr, sehr stark finden zurzeit. So, den nehmen wir doch den, oder? Sollen wir den nehmen? Ja, machen wir. Machen wir nichts falsch auf jeden Fall. Ja. Also, da konnten sich die Jungs einigen, ist schon mal stark. Ja. Schon mal sehr stark. Ich würde sagen, einer von euch darf den RV, einer den LV. Tippt ja auch bei gerade so Außenverteidiger, gibt es auch so, finde ich, coole so Items, Legenden. Mhm. So Roberto Tavares zum Beispiel oder so. Weiß nicht, ja. Wenn ihr da feiert oder gefeiert habt. Also links. Wen nehmen wir links? Links ist immer ein, ich meine Roberto Carlos. Echt? Der ist normal, der muss da sein. Aber wen haben wir diese ganzen Schwitzer mal links? Schau mal kurz. Schwen, also der größte FIFA-Schwitzer, aber den müsst ihr jetzt nicht nehmen, ist dieser Ferland Mendy von Real Madrid. Der wird, glaube ich, seit Jahren immer als Elfer gespielt. Immer. Aber der. Da kommt jemand mit einem kompletten Icon-Team und links, linker Verteidiger haben die Mondi. Ja, ja, ist echt so. Ja. Wir nehmen Roberto Carlos. Ja, okay. Sind wir bei Roberto. Ich fühle mich wohl da hinten drin. Mit, kann ich schon mal sagen. Mit den Partnern. Ja, ja. LV, Roberto. Weil die fangen meine. Der zweite IV, Guardiola. Ja, die fangen meine Schnelligkeit wieder die auf. Die sind auch beide echt schnell. Ja, Van der Sar ist auch schneller als ich. Und ja, dann gehen wir auf Rechtsverteidiger. Ne? Ja. Boah, ich bin noch ein rechter Verteidiger. Ich muss sagen, ich habe immer mit Kyle Walker gespielt. Ja, ich weiß aber nicht, wie seine Karte jetzt ist. Aber es ist schon ein Schwitzer, RV. Also, ich zeig dir mal. Du stellst mich so als Schwitzer dann. Ja, ja, der ist aber. Es gibt halt unterschiedliche Karten so. Trends spielen auch immer viele. Ich weiß nicht, ob er den feiert. Lorenzi hat jetzt eine neue Karte bekommen. Er ist sehr stark. Auch, ja, stimmt. Aber Lorenzi spielt auch viele auch immer auf 6, oder? Ja, ja. Ja, ne? Geht beides. Ja. Walker hat auch eine Karte, also die können wir auch suchen. So ist nicht. Da ist Walker, die sieht doch da relativ gut aus, oder? Der ist auf jeden Fall gut. Das ist stark. Der bringt für Atta nochmal viel Pace mit, ja. Mit 95. Der kann auch da mal einrücken, wenn Atta schläft. Oder? Ah, okay, dann komm. Dann lass Walker nehmen. Okay, dann machen wir es so. Hast doch eine schöne Abwehr, oder? Oh, stark. Das ist eine coole Abwehr. Ja, finde ich auch nicht gut. So, zentrales Mittelfeld. Die flankieren dich jetzt, Lee. Ja. Die müssen dich nach. Die sind sehr wichtig. Für mich die wichtigsten Positionen in dem Spiel. Müssen wichtige also ein Abräumer muss drin sein. Ein Abräumer muss drin sein. Ja. Wer ist für euch der größte Abräumer so? Boah, schwer. Conte, Vieira. Ich weiß es nicht. Casemiro. Echt. Würdest du sagen. Ich weiß nicht, wie dein. Feierst du Casemiro? Ja. Du feierst ihn brutal? Dann nehmen wir Casemiro nicht. Sag mal, seine Karte muss deine Karte jetzt mal. Meint ihr auch, dass der schon so einen extremen Impact hatte, dass Real Madrid so oft Champions League gewonnen hat? So ein Spieler macht da schon den Unterschied. Der fällt da nicht so auf vielleicht, weißt du nicht. Mhm. Aber der gibt der Mannschaft halt brutal viel auf dem Platz, weißt du? Und der hat ja nicht umsonst ja 93 Füße. Ja, das hat was zu bedeuten auf jeden Fall. Und das hat auch seinen Grund, warum er das hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt zwei Karten von ihm. Ich glaube, da rechts, wo er 76 Pace hat, ne? Mhm. Ich glaube, da war er ein bisschen besser. Am Wochenende ein bisschen fitter, okay. Und da war er ein bisschen schläfriger. Dann lass doch die nehmen, oder? Dann nehmen wir die 92er oder 91er? Wo er schneller ist. Die, wo er schneller ist, da war er ein bisschen fitter. Ich glaube, da war er auch gerade in Brasilien unterwegs. Stimmt, da war diese brasilianischen Vibes mit der WM. Genau. Da hat er gedacht, komm, ich muss da mithalten mit den Jungs da vorne. So sieht's aus. Nehmen wir den. Ja, dann nehmen wir den. Das war die teuerste Karte von ihm, tatsächlich. Ja, ne? Ja. Okay, jetzt braucht ihr noch so einen Offensivpart, oder? Oder eher ein, oder so ein Box-to-Box-Spieler? So. Ja, bin ich dabei. Box-to-Box-Spieler. Endo gibt's. Euer Wataru. Wataru ist top. Euer Captain. Ja, Wataru ist top. Mal gucken, man, der hat letztes Jahr hatte er natürlich sogar einen Innenform bekommen. Mhm. Am letzten Spieltag da, wo er das Kopfballtor gemacht hat. Stimmt. Das war
Das war klar. Ah, guck mal, da ist eine geile Karte von ihm auch. Das war auch zur WM. Mhm. Ja. Also ich finde, die Karte sieht sehr gut aus. Und ich schließe auch die Lücke zwischen mir und Lee. Okay. Haben wir so einen sehr, sehr starken Box-to-Box-Spieler. Mhm. Wir harmonieren auch gut. Wir harmonieren auch sehr gut miteinander, ja. Da passt es. Boah, das sieht gut aus, oder? Ja. Gefällt mir bisher. Lee auf sogar hier. 3 von 3 Punkten. Mhm. Gemäß System, ich stand. Das ist sehr gut. Macau auch. Fast voll. Mhm. So. Ja. Ich harmoniere halt auch gut mit Casemiro, weißt du? Ja. Ah, okay. Ja. Das ist eine gute Verbindung, ne? Sintia sagt dann immer, hey, du sagst immer, er schickt dich immer, und dann gehst du und dann sagst du, ja, bleib hinten. Ja. Ich brauch dich so als. So absichern. Genau, als Rückhalt, genau. Dass ich auch Risiko gehen kann. Ja, genau. Wenn ich Ball verliere, dann ist es nicht so schlimm. Lee steuert das Mittelfeld bei uns. Das ist wichtig. Ja. Links außen. Ich weiß halt, dass Ronaldinho immer so eine linke Flügelkarte hat. Hat er, ja. Feiert ihr den? Weil, ja, das Ding ist, auf 10 können wir Ronaldinho nicht packen, weil da haben wir Eggloff. Halt, der passt da einfach nicht rein. Ja. Die ist halt besetzt. ZOM ist besetzt. Ja, ja, die ZOM, das ist auch nicht wegzudenken. Mhm. Und deshalb, sag ich ehrlich, ist da halt einfach ein Ronaldinho schon. Da gehe ich mit auf jeden Fall. Oder? Das Ding ist, ihr könnt auch mal Position tauschen, weißt du, mit dem Spiel. So, damit er mal auf 10 kippt und du da mal über außen kommst. Bist du es dann mit der Trikot noch? Da muss man sich halt dann einigen. Es ist halt schwierig. Ist schwer, dann. Ja, weil ist einer schwer. Ist dann halt sauer so, es wird zu spannend. Das ist schwer. Das ist das Einzige, wo ihr halt vielleicht bedenken müsst bei Ronaldinho. Er darf. Okay, Ronaldinho darf. Wenn die das sagt, dann nimm Ronaldinho. Weil ihr müsst ihn auch überzeugen. Ich meine, der Mann ist, den gibt es gerade gar nicht mehr auf dem Markt, weil der so teuer ist. Ja. Ihr müsst ihn halt überzeugen, hey, komm zu uns. So. Also ich sag dir ehrlich, Ronaldinho, du kannst zwar nicht auf deiner Lieblingsposition spielen, dafür geben wir dir aber die Nummer 10, ne? Okay. Hätte ich gesagt. Mm-hmm. Dafür behält der Eggloff seine 25 und ich denke, das passt dann auch. Ne? Rechts. Boah. Musst du mir mal ein paar Karten zeigen? Ja, zeig mal ein paar Karten. Zeig euch mal ein paar Karten. Ich muss sagen, ist auch wirklich in FIFA immer die Position, halt Messi wahrscheinlich, wo irgendwie schwierig ist. Wie ist Messi für dich dieses Jahr? Du weißt ja selber, er hat keine 5 Sterne Skills. Das limitiert ihn so ein bisschen. Aber er ist schon krass. Also. Ja. Er ist schon krass. Messi schon mit diesem WM-Titel, er hat sich. Ja, das ist schon cool. Ja, der hat es schon sterblich gemacht, jetzt offiziell. Ne? Was ist eure Meinung so zu Mbappé? Feiert ihr so rein so vom Spielstil feiert ihr den? Ja, Mbappé ist auf jeden Fall dabei, aber ich sag ehrlich, kann man den auf rechts packen, Mbappé? Den kann man theoretisch auf rechts packen. Hauptsache der rennt. Boah, schwer, ey. Schwer, weil das Ding ist, wo kommt dann Cristiano hin? Ne? Cristiano? Oder sind wir nicht für Cristiano? Lee. Schwierig, Bruder, schwierig. Warte mal, wir schauen mal noch auf die zweite Seite. Aber hier so ein Morientes. Was du denn kennst, gibt's noch. Ich würde den allein wegen der coolen Karte reinhauen. Aber ne, der schießt mir immer. Der hat gefühlt das beste Kopfballspiel in dem ganzen Spiel. Ja, ne? Der macht immer das Kopfball. Immer ich erinnere mich noch. Ich kenne noch. Echt? Also Morientes kenne ich noch. Wo hat denn der gespielt? Valencia. Dann Valverde gibt's noch, der ist ja gerade auch. Sata gibt's noch. Auch so ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Ja, immer. Underrated. Der ist schon krass. Stimmt, ja. Aber mit dem gehen wir nicht. Kennt ihr diesen Brolin? Kennt ihr den jetzt ernste Frage? Nein. Diesen, den hier? Ja, ich sehe ihn gerade. Brolin? Ich habe nicht gehört. Ich habe den auch nicht. Ich habe den noch 5-mal gezogen bisher. Der verfolgt mich. Spielst du mit dem dann auch? Nee, der wird jedes Mal abgeschossen. Okay. Salah gibt's halt. Schwer. Dann hat EA, den haben die noch gebracht dieses Jahr. Den gab es davor auch noch nie. Das Ding ist halt, ich muss eins sagen. Ja, der ist neu, ne? Also ich kannte den nicht. Bin ich ehrlich, der ist aber ganz krass. Aber den brauchen wir. Ja, ganz krass. Der hat 5 Sterne Skills. Ganz krass. Das Ding ist, ich habe jetzt gerade überlegt, mein absoluter Lieblingsspieler bei FIFA ist ja Neymar. Ja? Das ist ja mein absoluter Lieblingsspieler. Okay. Es gibt für mich keinen besseren Spieler als Neymar in diesem Spiel.
Der ist so beweglich, so Was schnell. Was sagst du da dazu, Lee? Lee, bitte. Nee, Mark kann auch nichts. 5 Sterne, schwacher Fuß. Der ist für mich der absolute... Das Problem ist... Ja, Neymar ist super Spieler. Zehner! Nee, der macht nicht aus. Nein. Das Problem ist, also wir können den natürlich dahin packen. Ich vermute nur, er ist halt extrem unzufrieden dann. Das ist halt die Frage. Der wäre unzufrieden auf rechts. Ja, er geht nur links oder rechts. Oder Zehner halt. Ja. Oder Zehner. Zehner ist halt voll. Zehner ist voll. Ja, die sind besetzt. Ja. Das ist kein Wunschkonzert hier. Ja. ja, okay, dann nehmen wir rechts. Was sagst du, Lee? Wen nehmen wir rechts? Ganz ehrlich, eigentlich darf Messi nicht fehlen. Sollen wir Messi nehmen? Er hat jetzt auch Weltmeisterschaft gewonnen, ne? Dann nehmen wir Messi. Ja. Ja. Das sieht auch farblich gut aus, muss man sagen. Finde ich auch. Auch ist schick. Ja, sieht optisch, sehr, sehr gut aus. Optisch schick. Ja. So ein Team of the Year muss sein, finde ich. Ja, hast du recht. So, und jetzt? Stürmer. Jetzt ist halt... Ronaldo oder MAP? Ronaldo, es gibt drei Varianten. Ronaldo, Mbappé oder Girassi. Oh, Girassi ist auch gut in der Welt. Auch krass. Ah, dann gibt es halt noch R9, der ist auch gebaut. R9 ist auch Ich glaube, der wird da schon zaubern vorne, ne, mit Ronaldinho. R9, spielst du den immer noch? R9 ist schon gut, ja. Spielst du den zurzeit? Ich spiele im Sturm aktuell Vinicius. Ja, der hat auch eine ganz krasse Karte bekommen. Okay, krass. Messi halt und Mbappé. Also Mbappé muss da drin sein. Für ein FIFA-Team muss der eigentlich sein, ja. Lee, was hast du zu Mbappé? Der passt zu Messi, der passt auch zu Eckloff. Ich bin dabei bei Mbappé. Könnt ihr euch einigen? Ansonsten könnt ihr ja dann Schere, Stern, Papier, Tutz machen. Wenn du Ronaldo... Ich also sag Ronaldo R9. Bist ja auch, du bist Ronaldo, du... Ich sag Mbappé, ja. Ah, gut, ja. Ich bin für Schere, Schuck. Okay. Bis eins. Bis eins. Best of one. Okay. Entscheidung. R9. R9. Peter Reichert 9. Kommt da rein. Tja. Der ist auch, ich finde, der bringt auch nochmal diese Präsenz mit. Brutal. Dieses Player-Modus. Das Körperliche. Das Torwilliche. Das hat der Mann einfach. Ja. So. Kommen wir noch Ein Trainer. Ja, ein Trainer. Okay. So ein Wunschtrainer von mir. Hast du so einen Wunschtrainer, Lee? Pep Guardiola, würde ich. Pep? Ist so typisch, ne? Pep ist schon so. Was sagst du? Wenn man Pep nimmt, der hat alles gewonnen. Er ist ein Erfolgstrainer. Der hat schon viel gewonnen. Ja? Ja. Bist du dabei? Nehmen wir. Was sagst du? Passt, auch Pep, passt. Pep. Passt. Top. Mach mal Pep. Top. Jetzt sag mal ehrlich, willst du mit der Mannschaft spielen? Ich würde auf jeden Fall mit der Mannschaft spielen. Echt jetzt? Ja, Artati würde ich so ein bisschen als Libero einsetzen, so ein bisschen hinten bleiben. Auf jeden Fall. Bei Edloff würde ich, also bei dir würde ich auf jeden Fall vorne bleiben und alle Freiheiten, das machen, was du willst. Gefällt mir, guter Trainer. Und dann einfach den Städter auf Ronaldo bringen und dann passt es schon. Können wir dich als Trainer nehmen oder? Mich gibt es lange nicht. Nee. Aber das müssen wir auch mal bei EA anreden. Schon die zweite Anredung, die wir da haben. Okay. Cool. Top. Das machen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Top. Dann hoffe ich, euch da draußen hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt dann in die Kommentare, welchen Spieler die zwei Jungs hier vergessen haben. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, let's go.